Moin zusammen, herzlich willkommen hier auf John's MOBA. Heute wieder zu einer neuen Folge und wir haben wieder ein bisschen Rollmaterial für unser Video. Und zwar ist das eine Dampflokomotive. Wenn ihr das Video zu den Neuheiten 2021 gesehen habt, da habe ich ganz vorne bei den Klassikern hingewiesen auf die 36244. Das ist eine BR24 Dampflokomotive aus der Klassikerserie von Märklin. Aus meiner Sicht, preis-leistungstechnisch, klingt das alles erstmal richtig, richtig gut. Der UVP von knapp über 200 Euro verspricht eine hochdetaillierte Dampflokomotive mit Sound und eingebautem Rauchgenerator. Und genau das werden wir heute prüfen. Da schauen wir uns nämlich an, verspricht das nur viel oder hält das ganze Set auch viel? Und wir starten erstmal mit dem Unboxing und dafür hole ich euch jetzt ein. Ganz für euch vorab, es mag dem einen oder anderen auffallen, wir machen die jetzt gerade nicht zum ersten Mal auf, denn die ist leider zu mir gekommen. Ihr seht das hier oben noch so ein bisschen mit einer ziemlich zerdellten, verbeulten Verpackung. Und da habe ich einfach schon mal vorab reingeguckt, um sicherzustellen, dass die Lokomotive drin heil ist und dass sie auch wirklich fahren kann, sodass wir uns jetzt hier nichts angucken, was vielleicht beschädigt ist. Insofern machen wir es jetzt nicht zum ersten Mal auf. Ich habe aber alles wieder so reingepackt, wie es denn zu mir gekommen ist. Das Ganze ist der typische Märklin-Lokomotiven-Karton, also hier keine besonderen Überraschungen. Hier jetzt noch mit der Bedruckung. Ich habe andere gesehen, die haben quasi diese Bedruckung hier vorne nicht mehr drauf. Ich denke mal, das hängt hier zum, ja, einfach auch mit dem Zeitraum der Produktion zusammen. Dann haben wir hier auf der bei mir beschädigten Seite eben nochmal das Thema Märklin Klassiker. Den Hinweis 36244, MFX, DCC und Sound. Ja, die Lokomotive der Reihe 24. Und dann sehen wir hier nochmal die Angabe sowohl für analog als auch digital. Digital bis 22 Volt. Das finde ich interessant, weil eigentlich Märklin ja nur bis 18 Volt geht. Genau, und hier nochmal das gleiche. Epoche 3. Genau. Dann ziehen wir das Ganze auf. Also auch soweit nichts Besonderes, wie man es kennt. Und da haben wir dann die Lokomotive im Blister. Und ihr seht sogar, dass der Blister jetzt hier auch eine ganz kleine Delle da oben in der Ecke abbekommen hat. Aber ansonsten hat die Verpackung bewiesen, dass sie eben auch größere Transportschäden, das war hier richtig eingedrückt, seht ihr noch so ein bisschen hier oben, bis wo sich diese ganzen Dinge hier fortsetzen. Also die Verpackung hält, haben wir jetzt auf jeden Fall auch mal als Beweisführung hier gesehen. Genau. So, dann haben wir bei Märklin ja immer die Anleitung hier hinten quasi nochmal extra versteckt. Finde ich eigentlich ganz schön, kann man sie getrennt von der Lokomotive rausnehmen. Und man muss sie hier nicht mit reinstopfen. Das ist ja auch so ein Punkt bei vielen anderen Herstellern. Dann muss man die immer da drunter stopfen oder so und dann wird das plötzlich sehr eng. Das ist bei Märklin nicht der Fall. Da finden wir dann hier zwei Sachen. Wir haben also auf der einen Seite die typische Garantieurkunde hier. Und auf der anderen Seite haben wir hier das Anleitungsheftchen. Bleiben wir noch mal ganz kurz beim Anleitungsheftchen. Also erstmal haben wir hier einen Farbdruck. Das ist auch natürlich hochwertig. Das Papier ist allerdings kein Glanzpapier oder sowas. Und dann habe ich hier die doch ja, relativ kurze Übersicht zu der Lokomotive. Das heißt also die Funktionen, die Schaltbahnfunktionen, wichtige Hinweise, Sicherheitshinweise und so weiter. Ne? Und damit geht es eigentlich los. Und jetzt gleich am Anfang, damit ihr nicht verwirrt seid, also ihr findet eigentlich auf der Seite 4 und 5, das ist alles, was ihr auf Deutsch braucht erstmal. Mehr findet ihr da nicht. Das heißt, wir haben hier auf der linken Seite die Sicherheitshinweise, dann haben wir hier die Funktionen. Das heißt also wichtig, mit welchen Adressen wird das Ganze standardmäßig ausgeliefert, also DCC03, MM24. Wenn ihr das MFX-Protokoll benutzt, ist das egal, aber solltet ihr nicht mit MFX arbeiten, ist das ein wichtiger Hinweis. Und da die Lokomotive standardmäßig mit einem Rauchgenerator ausgerüstet ist, auch nochmal der Hinweis, den Rauchgenerator wirklich immer nur maximal halb voll füllen. Das ist ganz wichtig, sonst funktioniert er nicht.
Gut, und dann haben wir hier auf der rechten Seite nochmal die ganze Übersicht quasi der schaltbaren Funktionen vom quasi einfachen Infrarotsteuergerät über die alte Mobile Station, die neue Mobile Station, alte Central Station, neue Central Station. Ist, sagen wir jetzt hier, relativ viel dasselbe in grün, aber ich denke, einfach schön, dass das nochmal aufgeführt ist. Hier seht ihr auch, welche Funktionen sind mit dabei. Also wir haben einen Rauchgenerator, das Spitzensignal, das Betriebsgeräusch, die Lokpfeifen, Bremsenquietschen, Glocken und so weiter. Also sagen wir mal, die Standarddinge, jetzt nichts hyper Besonderes. Wir haben 13 Funktionen. Hier in Summe, wenn wir das Licht quasi mal außen vor lassen, mit Licht wären es 14 Funktionen. Und wir haben jetzt aber keine 32 Soundfunktionen oder so, wie wir das vielleicht bei anderen teuren Lokomotiven hätten. Genau, dann haben wir hier noch ein bisschen was zum Thema Funktionsstörung. Das ist jetzt auch nicht so sonderlich der Hit. Also wenn es nicht funktioniert, ist die Frage quasi, steht der Zug auf dem Gleis oder nicht und ja, bekommt er Strom? Und dann denkt man, das war's schon. Gibt es denn hier keine Anweisungen oder Hilfen zum Öffnen und Schließen der Lokomotive? Doch, die gibt es. Aber erstmal kommt hier in allen möglichen Sprachen der gleiche wichtige Inhalt. Und dann erst kommen zum Ende hier hinten für euch die Hinweise. Das heißt, wenn ihr das nicht wisst, ganz wichtig, hinten wird es eigentlich erst interessant. Vorne ist eigentlich nur die Adresse und die Funktion, falls ihr nicht wisst, was das für ein komisches Geräusch ist, was ihr da gerade geschaltet habt. Hier hinten kommen dann nochmal die CV-Parameter, die ihr programmieren könnt. Zum Thema CV-Programmierung, also zum Beispiel Anfahrverzögerung, Bremsverzögerung und Höchstgeschwindigkeit, findet ihr auch ein Video auf diesem Channel. Das verlinke ich jetzt hier oben mal. Ich glaube, da am Ende wird es sein. Und da lernt ihr auch, wie ihr mit der Mobile Station diese Werte hier einstellt. Am Beispiel einer Z-Lok, aber das ist ja relativ egal. Genau. Dann haben wir hier nochmal das Thema Protokolle. Das ist für uns jetzt auch erstmal ganz egal. Und dahinter kommen dann die wichtigen Hinweise. Das heißt, einerseits, wie öffnen wir die Lokomotive? Das machen wir ja nachher auf jeden Fall noch. Wie kann man die Haftreifen später wechseln und wie kann man eben alle 40 Stunden die Radaufnahmepunkte ölen und, interessant, alle 20 Stunden das Lokinnere, die Schnecke im Lokinneren am hinteren Ende des Motors. Das heißt, wir müssen öfter in der Lokomotive ölen als außen. Wobei auch da 20 Betriebsstunden muss man erstmal hinkommen. Genau, so, und hier Austausch des Rauchsatzes ist jetzt auch relativ einfach. Schleiferwechsel, Kupplungswechsel und das war's. Also eigentlich alles Wichtige erklärt und am Ende die obligatorische Explosionszeichnung dieser Lokomotive. Finde ich natürlich immer sehr schön, falls man einzelne Teile wirklich braucht, dass man die auch hier gerade bei so einem Klassiker wahrscheinlich relativ langfristig bekommt. Also so viel zur Anleitung, war jetzt schon wieder relativ lang zu dem Thema, aber ich finde, das ist bei MacLean doch schon ziemlich gut gelöst, also ich meine, perfekt, ja, hat jeder eine andere Definition von, aber schon mal eine schöne Anleitung. Und jetzt kommen wir mal zu unserem Hauptkandidaten hier. Also rausholen wir immer, Blister einfach nach oben rausziehen und jetzt seht ihr auch schon, der hat das verdammt gut überstanden, diesen wahrscheinlich Sturz der Verpackung. Und das liegt natürlich daran, dass die hier wirklich richtig gut verpackt sind. Ja, wir hatten da auch schon etwas andere Verpackungen. Wir nehmen mal das Plastik hier ein bisschen zur Seite. Können wir immer hier vorne da einmal öffnen. Dann einmal aufklappen. Und jetzt haben wir hier tatsächlich auf der Lokomotive oben drauf noch so eine Plastikfolie, die eben verhindern soll, dass hier ja, Dinge zerkratzt werden oder so. Und dann haben wir hier schon unser kleines Schätzchen. Ich hole sie uns mal raus, nehme mal das hier wieder zur Seite und dann lasst uns doch mal einen ersten Blick drauf werfen. Also wie gesagt, die ist schon einmal bei mir auf der Anlage gefahren und ich habe die Funktionen getestet. Aber ich finde, das ist doch durchaus ein Schmuckstück. Also was ich immer bei Dampflokomotiven besonders schön finde, hier muss man immer vorsichtig sein, quasi, dass man jetzt Tender und Lokomotive festhält, das Gestänge. Und ich finde, das ist hier, wenn wir auch von einer
quasi relativ günstigen Märklin-Lokomotive reden. Auf den ersten Blick doch schon mal richtig anständig. Genau. Die Leitungen sind nicht alle freitragend. Also da gibt es hier so ein, zwei Dinge, die da extra angesetzt sind, aber der Großteil ist mit angedruckt. Und dann können wir hier auch so ein bisschen reinschauen. Die Bedruckung ist auf den ersten Blick einwandfrei. Das werden wir im Detail natürlich uns nochmal anschauen, aber so auf den ersten Blick sieht das richtig gut aus. Was mir jetzt sofort farblich auffällt, was euch wahrscheinlich im Video noch nicht so direkt auffällt, ist, es gibt einen Farbunterschied hier zwischen dem Rot des Tenders hier unten, das ist einfach das Plastikrot, und dem Rot des restlichen Fahrgestells hier an der Lokomotive, was ja auch rot angemalt ist. Es ist quasi derselbe Farbton, aber man sieht eben, dass es das eine Mal gemalt ist und das andere Mal Plastik ist. Und das Zweite, was mir direkt auffällt, was ich sehr gut finde, ist, dass die Leitern hier hinten eben am Tender dran sind und dass er trotzdem eben vergleichsweise eng gekuppelt ist hier, obwohl es sich eben um eine Einsteigerlokomotive handelt. Genau. Und das Dritte ist, wir haben Scheiben. Ja. Guckt mal, wir haben Scheiben, standardmäßig. Das ist ja bei den eher günstigen Märklin-Lokomotiven sonst auch nicht der Fall. Genau, dann haben wir vorne und hinten hier jeweils eine Kurzkupplung, die mitgeliefert wird. Die ist auch schon installiert. Und ihr seht jetzt quasi hinter oder über der Kurzkupplung hier so ein kleines Löchlein. Seht ihr das? Ja, dieses mini kleine Löchlein hier quasi über der Kurzkupplung. Da in der Mitte jetzt. Da könnte man natürlich jetzt noch zum Beispiel eine Schrauben- oder ein Imitat einer Schraubenkupplung ansetzen. Das ist bei den anderen Lokomotiven auch vorhanden. Ja, also das ist hier auch so ein kleiner Hinweis schon mal, dass es vielleicht doch nicht die 500-Euro-Lokomotive ist. Ansonsten, wenn ich mir das so anschaue, auch vom Gewicht her, vom Gesamteindruck, den die Lokomotive macht, ja, es ist jetzt eine kleinere Vertreterin ihrer Zunft, aber ich erkenne jetzt nicht auf den ersten Blick, dass das hier ein günstiges Start-up-Modell sein soll. Jetzt ist natürlich die Frage, erkenne ich das auf dem zweiten Blick? Und das werden wir jetzt im Detail-Review einmal klären. Oder vielleicht, wenn wir uns dann die Technik innen drin anschauen, ob das dann am dritten Blick erst ist. Bevor wir jetzt gleich in die Details der Lokomotive einsteigen, nehme ich euch einmal mit auf eine kleine Reise zur Historie dieser Lokomotive. Wir haben ja hier die 24044. Und wenn euch das überhaupt nicht interessiert, findet ihr jetzt hier eingeblendet die Sprungmarke, zu welchem Punkt ihr springen müsst in dem Video, um mit dem Review weiterzumachen. Also kommen wir mal einmal zu BR24 und speziell zu 24044. Wir sehen hier eine relativ späte Dampflokentwicklung vor uns. Was heißt relativ spät? Das hier ist eine Einheitslokomotive. Das heißt, die ist im sogenannten Typisierungsprogramm der Deutschen Reichsbahn entstanden. Die haben sich ja zum Ziel gesetzt damals, möglichst gleichförmig Lokomotiven produzieren zu können, sodass die Teile untereinander austauschbar sind. Da muss man jetzt ein bisschen zurückgreifen, auch in die weitere Historie. Wenn euch das interessiert, lest es gerne nach. Da gibt es bei Wikipedia schon Massen, aber auch tolle Bücher dazu. Habe ich auch unten noch ein bisschen was verlinkt unter dem Video. Wenn man es kurz zusammenfasst, muss man eigentlich nur wissen, dass die verschiedensten Länderbahnen in Deutschland die verschiedensten Lokomotiven hatten. Und die wurden dann eben übernommen in die Deutsche Reichsbahn mit dem Problem, dass man eben ganz, ganz viele verschiedene Teile brauchte. Und dann gab es ein sogenanntes Typisierungsprogramm. Da wurden erstmal die bestehenden Lokomotiven eingeordnet und dann eben auch viele neue entwickelt. Bis 1925 ging es dabei aber erstmal um die Hauptbahnlokomotiven. Und danach ging es um das Thema Nebenbahnlokomotiven. Und da kommen wir dann zur 24 hier, die in diese Kategorie reingehört. Die wurde gebaut im Zeitraum 1928 bis 1940. Ist also tatsächlich, wie gesagt, eine relativ späte Entwicklung der Kategorie Dampflokomotive. Und sie ist bis quasi hier eigentlich
sehr ähnlich zur BR64. Wenn wir uns das mal wegdenken, quasi könnte das auch eine BR64 sein. Aber die hat auf jeden Fall keinen Schlepptender, sondern ist eben mit quasi hier hinten dem Kohlevorraten, dem Wasservorräten hier am Tank quasi, also hier am Kessel ausgestattet. Deswegen hat man hier dann diese Tanks und hier hinten dann die Kohle. Das ist hier anders. Hier haben wir hinten den Tender, haben eben den freiliegenden Kessel. Was ihr aber auch sehen könnt, und das ist auch eine Besonderheit der Lokomotive, deswegen einmal kurz der Hinweis darauf, wenn ich hier vom Zylinder aus eine Linie bilde, für euch, seht ihr, dass ich mich hinter dem Schornstein befinde und nicht mit dem Schornstein in einer Linie, sondern eben hier quasi mit diesem kleinen Pinökel hier, ja, also der Glocke, so wie es aussieht. Das ist ein Unterschied zu eigentlich allen anderen Lokomotiven dieser Einheitslokomotiven, dieser Typisierung, denn bei denen war das im Regelfall so, dass eigentlich hier der Schornstein und der Zylinder in einer Linie standen. Wir haben also hier einen etwas nach vorne versetzten Kessel. Das ist aber jetzt wirklich für euch wichtig, nur es ist nicht eine Linie, besonderes Konstruktionsmerkmal. Ja. Gut, ansonsten ist diese Lokomotive vorwiegend eben zum Einsatz gekommen auf Nebenbahnen und hat da eigentlich alles gezogen, was irgendwie da war. Primär, und deswegen hat die eben auch den Beinamen Steppenpferd bekommen, lange Nebenbahnen in Ostpreußen, teilweise aber eben auch in Norddeutschland, also überall, wo es lang und flach war und diese Lokomotive eben lange Strecken laufen konnte. Die war dabei gar nicht so langsam, also Nebenbahn denkt man immer, ja, das ist ja hier so die Bimmelbahn. Das war sie auch, aber theoretisch konnte diese Lokomotive 90 km/h fahren. Das ist für eine Dampflokomotive jetzt nicht wirklich langsam. Und das ist auch heute jetzt einmal für eine nicht auf Schnellfahrt ausgelegte Nebenbahnlokomotive, auch in diesem Bereich oder so, sind 90 schon eine ordentliche Geschwindigkeit. Dabei konnte sie natürlich jetzt nicht viel ziehen. Ja, also in der Ebene konnte sie 350 Tonnen bei 90 km/h befahren. Das ist ja, ganz okay. Ja. Rückwärts. Dadurch, dass es hier eben eine Tenderlokomotive ist, war die Geschwindigkeit auf 50 km/h begrenzt. Ja. Insgesamt hatte sie eine Leistung von roughly, ich glaube, 900 PS müssten das umgerechnet sein. Also für ein, sag ich mal, Geschoss von einem Gewicht ohne Tender, ja, Leermasse 52 Tonnen, Dienstmasse 57 Tonnen, mit Tender 100 Tonnen, ist natürlich so das Gewicht zu PS-Ratio und anderes als bei euren heutigen Autos zum Beispiel. Aber die Lokomotive hat sich bewährt. Die war sogar so gut, in Summe wurden nämlich 95 davon gebaut, dass viele nach dem Zweiten Weltkrieg in die Bundesbahn übernommen wurden. Und zwar über 40 Stück. Also von den 95 gebauten, wurde die Hälfte quasi nach dem Zweiten Weltkrieg erstmal noch übernommen. Und da kommen wir mal konkret zu unserer kleinen 044. Was hat die denn eigentlich für eine Historie gehabt? So, die wurde ausgeliefert 1928, gehörte also mit zu den ersten, die hier ausgeliefert wurden und wurde dann Ende November in Königsberg, habe ich gesagt, Ostpreußen und so, abgenommen von der Deutschen Reichsbahn, wurde dann erstmal eigentlich ja, auf allen möglichen Strecken mit allen möglichen Dingen eingesetzt, über den gesamten Krieg von 1928 quasi ausgehend, die gesamte Zeit bis 1945. Und wurde am 19.07.1945 dann in Frankfurt am Main der Eisenbahnverwaltung der amerikanisch besetzten Zone zugeordnet. Die wurde dann 1946 ja zusammengefasst mit der britischen Zone. Da hatten wir also quasi die amerikanische und britische Eisenbahnverwaltung quasi. Und dann wurde das Ganze 1948 eben noch mit Frankreich zusammengefasst. Und dann 1949 wurde es zur Bundesbahn.
Die Lokomotive ist dann von 1949 bis 1958 in der Bundesbahn als Nebenbahnlokomotive gelaufen. Vorwiegend in Norddeutschland, also Nordwestdeutschland. Und wurde dann 1958 eben erstmal zurückgestellt und wurde 1962 dann ausgemustert in Lübeck. Ist daraufhin dann 1964 nach Lübeck quasi verkauft worden an die Firma Werner Hinrichs. So viel mal auf einen Blick zu der Geschichte dieser kleinen Lokomotive. Jetzt weiß man natürlich nicht, ob in 40 Jahren Einsatz dieser Lokomotive nicht im Detail noch irgendwo Veränderungen stattgefunden haben. Man kann jetzt allerdings davon ausgehen, dass da es die ganze Zeit eben in Deutschland war, bei der Reichsbahn, dann bei der Bundesbahn, dass diese Veränderungen marginal gewesen wären. Wir sprechen hier, wie gesagt, von einer Einheitslok und die wurden eben alle einheitlich produziert. Was es gab später noch Varianten oder zumindest testweise eine Variante oder wurde ein größerer Tender rangehängt. Solche Sachen, ja, das wurde alles gemacht, aber bezogen jetzt auf die 044 war das eben der Zustand, in dem sie 40 Jahre ungefähr durch die Gegend gefahren ist. Ganz wichtig hier vorne diese Windleitbleche, um da einmal nochmal drauf einzugehen zum Thema Vorbildgerechtheit. Das sind die sogenannten Wagner-Windleitbleche. Und woran erkennt ihr jetzt Wagner-Windleitbleche? Wagner-Windleitbleche gehen eben hier immer komplett mit runter und bilden also so eine relativ große Fläche ab. Die sogenannten Witte-Windleitbleche, die sind eben nur hier oben mit der Lokomotive verbunden und sind deutlich, deutlich kleiner, sparen also eine ganze Menge Material bei vergleichsweise ähnlicher Funktion und sie ermöglichen eine deutlich bessere Sicht nach vorne. Und damit willkommen auf der Anlage. Ja, wenn ihr die Lokomotive draufstellt und einen freien Lokplatz zum Beispiel hier in eurer Mobile Station auswählt, bekommt ihr genau das hier nach ein paar Sekunden. Denn die Lokomotive hat eine automatische MFX-Anmeldung, das heißt alle Funktionen und alles wird hier über das MFX-Protokoll von der Lokomotive an die Mobile Station quasi übertragen, beziehungsweise die Lokomotive meldet sich hier eben entsprechend. Und ihr seht schon, da hinten steht sie gerade und jetzt werden wir mal unseren üblichen Test machen. Das heißt, das Erste, was wir machen ist, wir gucken einfach mal die Beschleunigung, die hier mitgegeben wird. Ich drehe einmal voll auf und wir gucken, was passiert. So, und jetzt drehe ich mal wieder auf Null runter. Und da haben wir jetzt mal gesehen, also das sind die standardmäßig mitgelieferten und eingestellten Beschleunigungs- und Bremswerte. Und was ihr auch gehört habt, ist, wir haben eben eigentlich primär die Geschwindigkeit gehört. Wir haben also kein Knarzen oder ähnliches hier vom Motor gehabt, auch bei einer komplett Höchstgeschwindigkeit, die auch tatsächlich hier noch moderat war. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass die Lokomotive hier gleich aus der Kurve fliegen will, sondern die wirkte immer noch sehr sicher im Gleis. Das war bei anderen Modellen auch schon mal anders. Genau, wir lassen sie mal wieder herkommen und machen gleich nochmal den Test mit einer quasi Minimalgeschwindigkeit hier vorne in unserer Ecke. Und dann seht ihr mal, wie langsam sie denn auch fahren kann. So, wir starten hier am Signal und ja, ich mache jetzt einmal Fahrstufe 1. Da seht ihr es und hört ihr es, also das ist das Minimum, was sie hier mitbringt als Fahrstufe 1. Und ja, es gibt keinerlei Geräuschentwicklung. Also man hört natürlich, dass hier ein Elektromotor irgendwie dann da ist. Aber
Es gibt jetzt keinerlei Knarzen, Quietschen oder irgendwas, sondern die Lokomotive läuft einfach ganz, ganz langsam los. Ich tippe auch mal, dass das noch langsamer einstellbar ist, eben über die CV-Programmierung bzw. hier über die Mobile Station. Aber als Standardwert, denke ich mal, für eine Startup-Lokomotive ist das schon mal ganz okay. Also ich habe schon Lokomotiven gesehen, die waren langsamer, aber trotzdem. Tatsächlich, das ist auch in der Anleitung aufgelistet, haben wir hier, wenn wir das Spitzensignal reinrechnen, außer dem Fahren vorwärts-rückwärts 14 Funktionen, beginnend bei F0, das ist nämlich unser Spitzenlicht, quasi der Klassiker, kann man hier einschalten und das ist dann fahrtrichtungsabhängig natürlich. Das heißt, wenn es vorwärts geht, ist es vorwärts vorne an, wenn es rückwärts geht, ist es hinten an. Dabei ist mir aufgefallen, die LEDs sind wirklich, wirklich hell. Also in der Beschreibung steht warm weiß. Für mich haben die schon eine Tendenz Richtung, ja, nicht kaltweiß, aber so tageslichtweiß wirklich. Und es ist immens hell. Also das ist nicht nur zum Sehen, wo ist die Lokomotive, sondern durchaus auch als Scheinwerfer geeignet, um zu zeigen, wo will die Lokomotive hin. Wir haben es ja gerade an. Machen wir immer aus. Und jetzt seht ihr auch hier das Gleisbett vor der Lokomotive wird beleuchtet. Ja, also so viel zu F0, Spitzensignal. Dann kommt tatsächlich F1, der Rauchgenerator schon. Der ist standardmäßig eingebaut, der Rauchsatz. Und den probieren wir jetzt mal gemeinsam aus. Dafür hier sollte Rauchdestillat. Fülle ich einmal hier per Pipette was ein. Wichtig ist ja, man soll immer maximal 0,2 Milliliter nehmen. Und jetzt machen wir ihn einfach mal an und gucken, was passiert. Und ihr seht hier schon, das geht schnell und das raucht intensiv. Vor allen Dingen muss man bedenken, das ist jetzt noch im Stand und der Rauchgenerator wird quasi während der Fahrt auch noch mal ein bisschen stärker, ist zumindest mein Eindruck. Aufheizzeit habt ihr auch gesehen, die war jetzt wirklich, ja, unter 5 Sekunden in unserem Fall. Und jetzt wird er hier noch eine ganze Zeit weiter rauchen, deswegen machen wir den jetzt einmal wieder aus. Und kommen zur nächsten Funktion, das ist das Betriebsgeräusch. Also die Funktion F2 ist das normale Betriebsgeräusch. Wenn wir nicht fahren, haben wir nur dieses leichte Zischen und eben Zufallsgeräusche. Und wenn wir fahren, kommen eben noch die Dampfstöße dazu. Und natürlich die entsprechende Bremse. Ja, also das ist unser Fahrgeräusch mit Zufallsgeräuschen, die Funktion F2 gewesen. Dann haben wir hier die F3. Das ist die sogenannte Lokpfeife lang. Die bleibt so lange aktiv, wie ich das eingeschaltet habe und geht dann eben wieder aus. Kann aber nicht kürzer als das, was wir jetzt gerade gehört haben. Die nächste Funktion F4, die könnt ihr gar nicht sehen. Das ist im Endeffekt einfach die, ja, Anfahrbremsverzögerung, dass die aus ist, dass man hier quasi direkt, ihr seht es, ne, mit Vollgas losfahren kann. Ist gekennzeichnet durch die kleine Schildkröte. Das kennen wir ja auch schon. Dann haben wir die Funktion F5. Die kann man auch wiederum nicht sehen. Das ist quasi Bremsen quietschen an oder aus. Und das könnt ihr damit deaktivieren bzw. einschalten. Die Funktion F6 hingegen, die hat wieder deutlich mehr, ja, Aktivität.
Das ist die Glocke, die bleibt auch so lange an, wie ihr das aktiviert habt. Dann haben wir die Funktion F7, das ist die sogenannte Rangierpfeife, also ganz kurzer Pfiff. So klingt das. Und dann sind wir ja bei der Mobile Station schon auf der Seite 2 bei der Funktion F8 dann angekommen. Das ist Dampf ablassen, habt ihr jetzt zweimal gehört. Die Funktion dahinter F9 heißt Luftpumpe. Dann haben wir die Funktion F10, das Kohleschaufeln. Die Funktion F11, das sogenannte Schüttelrost. Funktion F12, der Injektor. Und Funktion F13, die Lichtmaschine. Und damit haben wir alle 14 Funktionen einmal durchgespielt. Ihr habt jetzt gesehen, es ist ein bisschen weniger als bei den Lokomotiven im Bereich 400, 500 Euro. Aber alles, ja, aus meiner Sicht Wichtige ist hier auf jeden Fall abgedeckt. Was wir als Funktionen jetzt nicht haben hier, ist alles in Richtung Nachfüllen von Betriebsstoffen. Das ist zum Beispiel eben bei der teureren BR38 P8 zum Beispiel dabei. Da haben wir alles Mögliche auch im Nachfüllen von Sand, von Kohle, von Wasser. Diese ganzen Dinge, das fehlt jetzt hier tatsächlich als Funktion. Aber für den Betrieb ist hier auch in dieser kleinen Startup-Lokomotive alles dabei. Das erste seht ihr jetzt hier schon, das ist im Endeffekt dieser Blickpunkt hier. Ja. Das heißt, wir haben hier zwar einen freistehenden Kessel, wir haben auch hier quasi so eine Stütze, das ist, denke ich, auch super schön vorbildgerecht, aber quasi hier, das sieht aus wie so freie Schubladen oder sowas. Ja, also das ist leider sehr unschön gelöst. Das zweite ist dann der Führerstand, da haben wir ja schon ein bisschen reingeguckt, drüber gesprochen, der ist ja einfach nicht so detailliert, wie er sein könnte tatsächlich. Und dann haben wir hier hinten die Kohle. So, und da seht ihr jetzt auch schon, wie die aussieht. Also das sieht für mich jetzt irgendwie viel, viel mehr nach Plastik als nach Kohle aus. Ja. Also schreibt es gerne mal unten rein, wie ihr das seht. Für mich sieht das einfach zu plastikmäßig aus. Das gefällt mir tatsächlich gar nicht. Und last but not least ist die Helligkeit der Lichter. Die finde ich wirklich viel zu krass. Also sei es vorne oder hinten. So, Innenraumcheck unserer BR24. Und da schauen wir nochmal in die Anleitung rein. Wir haben es vorhin schon mal gehabt. Und zwar auf der Seite 32. Ist die Erklärung, wie wir unsere Lokomotive öffnen, also zumindest wie wir hier das Führerhaus und den Kessel abnehmen. Wir sollen also hier insgesamt 4 Schrauben lösen und da werde ich mal gucken, ob dem denn wirklich so ist, beziehungsweise wir sollen hier jeweils mit dem Schraubenzieher rein und hier vorne dann die Schrauben lösen. Und das machen wir jetzt mal. Ich habe das vorher auch noch nicht gemacht, also gucken wir gleich mal, ob das denn verständlich ist. Ich habe uns hier mal verschiedene Schraubenzieher schon mal mitgebracht, also kleinere, größere. Ich habe hier noch eine ganze Reihe da oben liegen, je nachdem, was wir hier so brauchen. Also, dann schauen wir doch mal. Und es geht eigentlich schon relativ einfach los. Also ich sehe hier 2 Kreuzschrauben und ich sehe hier vorne auch 2 weitere Kreuzschlitzschrauben.
Und das müssten eigentlich die vier sein, die uns dort angezeigt wurden. So, das klappt doch schon mal ganz gut. Ein bisschen schneller geht das immer mit solchen Schraubenziehern hier. Die haben hier hinten so einen kleinen Dreher und können hier quasi wechseln. Wen es interessiert, ich schaue mal, ob ich sowas online irgendwo finde und verlinke euch das dann. Und dann denke ich mal, solltet ihr ab da dann auch selbst wissen, ob ihr das machen wollt oder nicht. Also erstmal die beiden Schrauben raus. Und dann gab es ja hier vorne zwei, die den Schritt 2 darstellen. So. Drehen wir sie doch mal auf den Kopf. Gucken mal, was passiert. Also. Schritt 1 soll sein, wenn man die beiden Schrauben raus hat, dass man hier quasi das Führerhäuschen so ein bisschen zur Seite hebt und dann soll das hier abgehen. Da ist er. Also, nicht ganz so easy, wie ich es mir gedacht habe, aber es funktioniert. Hat ein ordentliches Gewicht, ist aus Metall und man kann hier auch sehr, sehr schön reingucken. Also finde ich schon mal gut. Und dann soll man hier im zweiten Schritt den Kessel abnehmen können, abheben können. Schauen wir mal, das scheint auch zu funktionieren. Ich bin mir jetzt noch nicht sicher, ob ich jetzt hier ausreichend die Schrauben gelöst habe. Gucken wir doch mal. Also. Das scheint noch irgendwo zu hängen. Vielleicht auch hier vorne, gucken wir mal. Hier ist noch eine Schraube drin. Lösen wir die noch mal ein bisschen weiter an. So, und dann geht es ganz einfach. Dann haben wir hier nämlich den Kessel, da sieht man auch schön den Rauchsatz vorne drin, den Metallkessel. Und ihr seht dann hier in der Lokomotive erstmal gar nicht so viel, sondern ihr seht hier den Motor, die Schwungmasse. Und hier hinten quasi die Abdeckung der Schnecke, die man dann eben regelmäßig ölen soll. Eine Anleitung ist jetzt abgebildet, dass man die abnehmen soll hier, um das zu ölen. Das glaube ich nicht, dass das notwendig ist, denn man kann hier ja einfach oben was reintropfen in dieses Loch. Das haben sie also gegenüber der Anleitung, glaube ich, nochmal nachträglich optimiert. Genau, und dann sieht man hier unten eigentlich nur die Kabel langlaufen für das Licht vorne. Und das war es eigentlich. Also ein relativ einfacher Aufbau. Wir haben also einmal quasi die Kabel fürs Licht, das Kabel für den Rauchsatz und den Rückleiter. Das sind die drei Kabel, die ihr hier vorne im vorderen Bereich sehen könnt. Also ein schwarzes, ein weißes und ein gelbes sind hier. Ja, mehr kann man hier nicht sehen, außer jetzt, dass man hier dieses relativ detaillierte Trittbrett hat und dann könnte man ab hier quasi weitermachen. Ist jetzt nicht vorgesehen. Der Decoder wird sich dann hier wahrscheinlich befinden. Und auch das Getriebe wird sich hier weiter drunter befinden. Aber wir belassen es jetzt erstmal dabei. Dann habt ihr einmal gesehen, was hier so drin steckt. Ich muss sagen, der Motor hier macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Und was mir persönlich sehr gut gefällt, ist, dass ich tatsächlich da rankomme. Das ist ja nicht bei allen Märklin-Lokomotiven so, dass das so leicht ist. Wir erinnern uns an die 370-26, die 297. Da hat man ja quasi nur den Kessel und da steht dann, ja, der Hochleistungsmotor ist im Kessel. Hier kommt man wenigstens ran, kann dann gegebenenfalls eben auch noch mal ein bisschen an die Mechanik. Ja. Und weil man es jetzt eben so super sieht, hier einfach noch mal der Blick für euch. Das ist der Kessel mit der Feuerbüchse und den kleinen Instrumenten. Schauen wir uns einmal das Thema Preis-Leistung genauer an. Und da möchte ich jetzt gar nicht mal mit anderen Herstellern vergleichen, sondern die Lokomotive für euch mal einordnen im Märklin-Universum und bin da auf eine sehr interessante Sache gestoßen. Da müsst ihr natürlich für euch entscheiden, was haltet ihr davon. Aus meiner Sicht ist diese Lokomotive momentan ein Top-Deal
den man sich nicht entgehen lassen sollte. Es gibt die zum Glück momentan noch ausreichend von der Menge her. Insofern greift zu, solange sie noch da ist. Denn wenn wir uns diese Lokomotive anschauen, die Hauptmerkmale haben wir durchgesprochen. Das heißt, aber so grundsätzlich, was haben wir dabei? Wir haben ein feines Gestänge, wir haben einen Rauchsatz, wir haben Sound. Wir haben hier sowas wie zum Beispiel Fenster, solche Details, so kleine angesetzte Details. Also eine richtig anständige Lokomotive. Und die hat einen UVP, ich spreche jetzt immer nur vom UVP, von 219 Euro. Sie ist eingeordnet. Und da ist Märklin sich, glaube ich, selber nicht ganz so sicher, wo gehört die hin, weil die so auf der Grenze liegt. Einerseits im Start-up-Katalog findet ihr sie, das heißt also bei den quasi Kindermodellen. Ihr findet sie aber auch bei den Klassikern. Das heißt also, diese Lokomotive ist sowohl Start-up als auch Klassiker. Und soll 219 Euro eben UVP kosten, inklusive Sound und Rauch. Jetzt müssen wir überlegen, was kosten denn diese Sachen? Gut, also der Rauchgenerator, den können wir jetzt vielleicht mal außen vor lassen. Für den zahlt ihr als Hersteller natürlich deutlich weniger, aber wenn ihr den so bei Märklin kauft, glaube ich, 20 Euro. Das heißt also, dann wären wir schon mal beim UVP von 200, wenn wir den rausrechnen. Und dann haben wir einen Sounddecoder drin. Die Sounddecoder liegen um und bei 100 Euro meistens. Und die normalen Decoder ohne Sound bei ungefähr 30. Das heißt, wir müssten hier nochmal 70 Euro abziehen. Dann sind wir von den 200 runter auf 130 Euro UVP. Und jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu dem, wie ordnet man das Ganze denn ein? Wir haben als ein Vergleichsmodell diese Lokomotive. Die dürft ihr jetzt nicht ganz so für bare Münze nehmen, wie ihr die hier seht. Denn die ist jetzt von mir leicht patiniert. Ihr seht jetzt hier auch den. So sieht die out of the box aus. Also das ist für einen UVP von momentan 86 Euro oder 88 Euro, so in der Range, also knapp unter 90. Die Lokomotive, die Märklin im Angebot hat, quasi nach dieser etwas nach sehr Spielzeug aussehenden Kleinbahnlokomotive haben wir jetzt hier die erste echte Bundesbahnlokomotive. Wenn wir die jetzt mal hier im Vergleich daneben setzen, seht ihr eigentlich sofort, das Gestänge ist nicht vergleichbar. Wir haben also hier so eine sehr, sehr grobschlächtige Variante. Das ist definitiv Startup-Kinder. Das hier eigentlich schon nicht mehr. Von der Detaillierung am Kessel her ist das hier wirklich sehr flach alles angesetzt. Wie ihr seht, da gibt es kaum eine Erhebung bei den ganzen Rohren, die hier so da sind. Die sieht man jetzt nur so gut eigentlich durch meine Patinierung, sonst gehen die in dem Schwarzen eigentlich ein bisschen unter. Und hier hinten guckt man eigentlich durch auf den Motor und nicht auf so schöne Scheiben. Das heißt also, dieses ganze Modell ist sehr kindgerecht für 90 Euro. Das sieht hier natürlich schon mal ganz anders aus. Ja. Also auch hier die Erhebung, ich weiß nicht, ob die extra angesetzt sind, so sieht das für mich nicht aus. Aber wenn ihr jetzt nochmal das Bild von eben im Kopf habt, da seht ihr doch jetzt, hier ist deutlich mehr Musik schon dran. Das heißt, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, Welten entfernt von der hier. Ich glaube, das kann man an dem Gestänge, an dieser Leiter hier, vergleicht diese Leiter zu dieser Leiter hier. Also, 90 Euro, wenn wir jetzt Sound und Rauch rausrechnen, 130. Das sind also dann vom UVP her quasi 40 Euro Unterschied. Jetzt könnte man sagen, gut, was ist denn da näher dran? Und da hätten wir dieses Vergleichsobjekt hier. Das ist eine BR-74. Und jetzt sehen wir hier schon, es gibt gewisse Dinge, die sich hier sehr ähneln. Also wir haben eine Vorlaufachse. Da ist das Rad hier ein bisschen kleiner bei der 24, aber ansonsten ist der Unterschied nicht groß. Wir haben hier drei Treibräder und wir haben ein vergleichsweise feines Gestänge. Allerdings muss man hier auch sagen, hat das Gestänge bei der 24, zum Beispiel hier und an der Stelle und auch hier an dieser Stelle, noch einen ganz, ganz bisschen höheren Detailgrad als dieses Gestänge hier.
Mal abgesehen davon, dass das lackiert ist und das nicht. Auch diese Lokomotive wurde jetzt von mir ein bisschen patiniert und gealtert, deswegen könnt ihr das nicht ganz vergleichen. Aber wir sind hier in einer Range, die hat einen UVP zwischen, inzwischen glaube ich, fast 130 Euro. Also eigentlich genau das Äquivalent dazu. Die wird auch ausgeliefert ohne Scheiben. Ja, also wo denkt ihr hin? Das, was ihr hier jetzt seht, quasi, wenn ihr da reinguckt, dass das so ein bisschen glitzert, das sind Scheiben, die ich da eingesetzt habe, genauso wie den kleinen Mann hier. Und jetzt guckt euch mal diese Treppe, diese Leiter hier hinten an. Das ist ja keine Leiter, das ist ja echt, das ist eine Treppe. Ja? Das ist eine Treppe. Die ist schon sehr massiv, also wirklich sehr massiv. Ansonsten sind hier die Leuchten deutlich filigraner schon ausgeführt als bei der BR89 hier vorne auch. Also das ist schon eine andere Nummer, muss man ganz klar sagen. Deutlich höherer Detaillierungsgrad. Aber wenn ihr jetzt die Leitung am Kessel anguckt, seht ihr das? Die sind hier komplett flach. Also da könnt ihr wunderbar dann auch irgendwie noch so rübergehen mit dem Finger. Da passiert gar nichts. Wie gesagt, die lag mal, ich glaube, bei 112. Jetzt liegt sie bei 130 auch UVP meiner Meinung nach. Gibt es in verschiedensten Varianten. Und ich sehe da schon einen ziemlichen Unterschied noch zu dieser Lokomotive tatsächlich. Und das ist das, was mich wundert, weil wenn ich das jetzt quasi funktionsbereinigt eben betrachte, haben die mehr oder weniger den gleichen UVP. Trotzdem ist hier der Kessel mit den angesetzten Rohrleitungen sehr, sehr flach. Hier habe ich eine deutlich höhere Hervorhebung der Leitung. Hier habe ich nochmal ein etwas feineres Gestänge als hier zum Beispiel. Und hier ist zum Beispiel die Leiter eben auch deutlich feiner als hier. Also da sind nochmal so ein Quäntchen mehr, hat die 24 dann doch, obwohl sie eben funktionsbereinigt eigentlich gleich aufliegt. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, wie viel ist dann noch Luft nach oben? Weil wir sprechen ja hier schon von einem sehr, sehr detaillierten Modell. Gerade wenn wir uns das hier angucken, also hier mal der Standard der Steuerung war in den 90ern, 80ern, 90ern, so noch in der Kategorie hier, das war Standard. Da wäre das hier schon wirklich dann absolutes Hightech gewesen. Wir sind also hier bei einer Lokomotive, UVP, wie gesagt, 219 Euro. Und jetzt gucken wir uns mal eine andere Lokomotive an. Das ist jetzt auch nicht die 5000 Euro Lokomotive von Märklin, sondern wir sind jetzt hier bei einem UVP von 419 Euro. Das zahlt ihr am Markt nicht, wenn ihr diese Lokomotive noch kriegt. Aber jetzt vergleichen wir doch mal, wo sind denn hier noch Unterschiede? Und da wird es eng. Tendenz sehr eng. Ja, also ja, es gibt gewisse Unterschiede. Wir haben zum Beispiel hier feste Räder. Wir haben hier sehr detailliert angesetzte Speichenräder am Tender. Sowas, das ist nochmal ein Unterschied. Die eingesetzten Laternen sind bei der Lokomotive für 400 nochmal minimal filigraner als bei der 24. Minimal. Was gleich ist, ist zum Beispiel der Rauftritt hier in den Führerstand. Von der Filigranität her ist der gleich zu dem bei der 24er. Und wo jetzt hier der Hauptunterschied ist tatsächlich, ist in den Leitungen. Ihr habt das ja noch im Kopf, wie das bei der 24er aussah. Und hier habt ihr jetzt tatsächlich die ganzen Leitungen alle als einzelne kleine Metallrohre bzw. wahrscheinlich Messingdrähte darunter ausgeführt. Ansonsten ähneln sich diese beiden Lokomotiven sehr, was die technische Ausstattung angeht. Muss man ganz klar sagen. Also wir haben hier einen Metallkessel, das haben wir hier auch tatsächlich. Das ist also auch ein Metallkessel. Wir haben dann hier ein Plastikführerhaus, das haben wir da auch. Also das nimmt sich dann auch nichts. Ich hatte jetzt noch gehofft, dass wir vielleicht mit dem Metallkessel hier bei der 400 Euro Lok noch einen kleinen Vorteil haben. Aber auch das ist nicht der Fall. Damit bleibt die Differenz zwischen einer 200-Euro-Lok und einer 400-Euro-Lok bei Märklin tatsächlich die feine Detaillierung hier am Kessel. Und dass ich noch, ich glaube, 10 Soundfunktionen
mehr habe, hier bei der P8 bzw. 297, als ich das eben bei der Lokomotive hier habe. Das ist natürlich jetzt für euch die Frage, ist euch das 200 Euro Unterschied wert? Also das ist ja jetzt hier ein Beispiel, ne? Das ist die komplett schwarz, ist die untere Lokomotive, die könnte hier unten auch rot sein, dann wird man hier BR38 ranschreiben. Macht überhaupt keinen Unterschied. Aus meiner Sicht hat sich MacLean ein bisschen als Ei ins Nest gelegt, weil auf der einen Seite könnt ihr dann erkennen, wie schlecht vom Pricing her diese Lokomotiven hier sind. Denn, just by the way, die haben hier sehr, sehr viel Plastik dran, auch diese hier noch. Und nicht nur nach unten ist die Abgrenzung gefährlich, weil man sieht, wie viel Abstand quasi zu den anderen Modellen da ist. Nach oben sieht man eben, wie wenig Abstand da ist. Also wenn wir jetzt hier quasi freistehende Leitungen hätten, müsste diese Lokomotive nach der MacLean-Logik eben nicht 219, sondern zum Beispiel eben 419 Euro kosten. Und ja, das finde ich ist ein kräftiger Aufpreis für so ein paar freistehende Leitungen. Bin ich gespannt auf eure Meinung, eure Kommentare zu dem Thema. Mir gefallen die Dampflokomotiven alle. Ja, ich finde es halt nur wirklich schwierig zu sagen, die Lokomotive hier ist jetzt 200 Euro mehr wert als die Lokomotive. Ja. Insofern, preis-leistungstechnisch ist das meine Pyramide. Ihr kriegt den absoluten Top-Deal meiner Meinung nach im Bereich Dreileiter Dampflokomotiven mit der BR24044, eben auch verlinkt unten oder bei eurem Fachhändler. Dann kommen aus meiner Sicht die teuren Lokomotiven, weil die einfach einen relativ hohen Detailgrad ausliefern. Und dann kommt am Ende beim Thema Preis-Leistung eigentlich hier diese beiden eher günstigen Lokomotiven. Da würde ich vorschlagen, schaut mal, ob ihr die nicht irgendwo gebraucht bei eBay bekommt, denn es wurden über 5 Millionen Exemplare von dieser kleinen Lokomotive hier gebaut und die ist mechanisch tatsächlich unverwüstbar. Nur die Frage ist, ob ihr eben 90 Euro dafür ausgibt oder vielleicht 20, 30, wenn sie mit Decoder schon daherkommt. Ähnliches Thema eigentlich bei der 74, nur vielleicht auf einem etwas höheren Preisniveau. So viel zu unserer BR24 36244. Es bleibt bei meinem Urteil, diese Lokomotive ist ihr Geld wirklich wert. Ein total cooles Gerät vom ja quasi Marktführer MacLean mit richtig ansprechenden technischen Funktionen zu einem sehr, sehr anständigen Preis. Und ja, schaut mal, wenn ihr die irgendwo kaufen wollt, online. Ich habe es unten verlinkt unter dem Video. Da findet ihr also auch dann so ein paar Tipps von mir, wo man das kaufen kann natürlich. Ansonsten bleibt mir für heute nur, da unten ist mein Abo-Button. Da drüber sind die anderen Reviews und Unboxings. Schaut es euch gerne an und ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut. Ciao.